sind wir nun soweit. Ich begrüße euch alle herzlich bei uns auf der Bühne am fünften Tag bei den Three-Headed Monkeys auf unserer Planke hier. Ich bin sehr froh, dass noch so viele hergefunden haben, denn wir haben jetzt heute noch wirklich spannende Themen. Und ich meine, ihr wisst, warum ihr da seid. Es geht heute oder jetzt um das ZPS, das Zentrum für politische Schönheit. Und wie es eigentlich gekommen ist, dass das plötzlich eine kriminelle Vereinigung war. Und das erzählt uns Yasser und später noch Stefan ein bisschen was dazu. Und wenn ihr Fragen habt, hebt euch die bitte für den Schluss auf. Wir haben hier ein Mikro in der Mitte, geht dahin, denn sonst ist das Ganze eine Runde Jeopardy für die Leute am Stream und in den Videos, weil die dann nur die Antwort mitbekommen, aber sich überlegen müssen, was könnte denn die Frage gewesen sein. Und damit höre ich auch auf zu reden und bitte nur noch um eine herzliche Runde Applaus für Yasser und Stefan. Dankeschön. Dankeschön. Kann man mich hören? Ja, denke ich. So, hallo, mein Name ist Yasser und ich bin Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Heute reden wir über also das Inneren von dem Kopf von Herrn Zechner, Martin Zechner, sowas. Genau, wir haben das erst also zum Anfang ein bisschen visualisiert und ich vermute, das sieht so aus. Ich hoffe, das Video sichtbar wäre. Spielt das in etwa? Will er nicht spielen? Ja, sowas in der Art. Vielleicht sieht er aus. Also, was ist passiert? Warum ist er so besorgt und geärgert? Das Zentrum für politische Schönheit hat im November 2017 eine Baustelle neben dem meistbekanntesten Haus Deutschland jetzt angefangen. Das ist in Bornhagen. Kennt ihr alle denn das Haus? Ja, nur die Hälfte. Also, Bernd Höcke wohnt hier. Das ist die Info. Dann, das war die Baustelle, wie wir angefangen haben. Und das Bild, was danach kam, war dieses Werk, was ja sehr, sehr schön ist, denke ich mal. Und das hat eine Folge von Reaktionen danach ausgelöst. Und als Anfang war das Bernd Höcke war abwesend für seine Landtagssitzung, nicht gefordert, sondern unentschuldigt. Und dann drei Tage später ist er erschienen auf dem Compact Magazin Konferenz und hat er Folgendes gesagt. Ich habe nur eine Frage an die Technik. Kommt Ton hier raus? Wahrscheinlich nicht. Da muss der Mini-Jack rein. Da habe ich keinen Mini-Jack. Und jetzt bin ich raus. Nee, ich habe das hier nicht. Also. Ja, genau. Okay, ich kann das Video zeigen. Das ist 10 Sekunden. Und dann sage ich, was er gesagt hat. So, das ist der Höcke. Er sagt, ja, das ist keine Künstlergruppe. Oder diese Künstlergruppe ist ja eine kriminelle Vereinigung, das ist eine terroristische Vereinigung. Und das hat er dann in die Öffentlichkeit gesagt und jeder denkt, ja, was labert er hier? Aber eine andere Person hat was anders gedacht und hat gesagt, oh, kriminelle Vereinigung und ich bin Staatsanwalt, dann muss ich hier eingreifen. Und deshalb nehme ich mir den dreckigsten Gesetz in der deutschen, im deutschen Gesetzbuch, das ist Paragraph 129, Bildung krimineller Vereinigung. Das erlaubt große Lauschangriffe, Telefonüberwachungen, Beschattungen, unter anderem viele andere Sachen. Und dann, das sind einschneidende Maßnahmen gegen die, ja, wie soll ich sagen, angesagten Gruppen, dass man entdeckt, was sie machen und warum sie das machen. Und diese Zahl, so 129, ist ganz besonders und ganz kritisch, weil die 131 ist nicht so viel geiler als das. So, sie haben eine Ermittlung eröffnet nach Paragraph 129 und haben angefangen, so, was haben wir jetzt zu machen? Was wollen wir gegen diese Gruppe? Kam ein Anwalt namens Schneider und er hat sich ein Zitat genommen, so, von Ignazio Silone, wenn der Faschismus wiederkehrt, dann sagt er,
ich bin der Antifaschismus. Und damit meinte er das Zentrum für politische Schönheit und hat er erwidert, von sich selbst zu sagen, dass ja Nazis erkennt man daran, dass sie Nazi-Methoden anwenden. Das ist neu. 2017 hat er gesagt, direkt nach unserer sozusagen Bildung krimineller Vereinigung. Und so mit einem poetischen Anfang hat das angefangen. Wir gucken mal, was Sie dann gesagt haben. Da wir schon eine Ermittlung an der Hand haben, dann lass uns mal mehr machen. Also, wir greifen auf den Architekten zurück, Peter Eisenmann, und sagen, das ist Urheberrechte und man darf das Werk von ihm nicht wiederholen, nicht duplizieren. Und auch, wir haben jetzt ist das geschrieben in einer Akte, ihre Straftat finanzieren. Sehr schön. Dann, die Ermittlung ist wieder da, dann lass mal zurück einen Blick in die Vergangenheit nehmen und dann denken wir an die vorherige Aktion, also vorletzte Aktion vom Zentrum, nämlich als Schüler aus München und Schülerinnen haben Flugblätter geschrieben mit dem Aufruf zum Mord von Hitler, Entschuldigung, von Erdogan. Und ja, wir wollten sie einfach in die Türkei einfliegen lassen und dann, dass sie dort den Ruf machen, aber hat nicht funktioniert. Und dann hat der Zechner oder Schneider jetzt gesagt, ja, gerne, lass mal das mit reinnehmen. Und dann fangen die verschwörungstheoretischen Nuancen da drin, wo er sagt, es geht um die Person, Herr Enden, den wir so heimlich in die Türkei geschickt haben. Und er sagt, dass Herr Ruch, kennt ihr Philipp Ruch? Vom Namen, vom Aussehen, ja, also weißer europäischer Mann, der hat gesagt, dass es geht bei Ruch und Enden um die gleiche Person und da, dass man ein Haarteil oder Tupe entdeckt, dann sehen sie gleich aus. Dann haben wir gefragt und geguckt rein in diese Akte und was passiert noch. Und das steht am wichtigsten so in Deutschland, da sind Dokumentation und Dokumente und deshalb Aktenzeichen ist unbekannt. Daneben standen dann viele eingerichtete Klagen von verschiedenen Einrichtungen, Ämtern, NPD, also niederschwellige politische Parteien, wenn ich das sagen darf. Und sie haben alle verloren gegen das ZPS. Also, das lief direkt nach der Errichtung vom Mahnmal bis 16 Monate später. Bis das ein Abgeordneter im Landtag Thüringen eine Anfrage gestellt hat und hat gesagt, ja, was läuft jetzt für Ermittlungen? Und hat er eine Liste bekommen und auf diese Liste stand Zentrum für politische Schönheit, Jabhat al-Nusra, IS, also wir sind alle das Gleiche, ihr kennt das schon. Als wir das entdeckt haben, das Verfahren geht so, im Landtag, man macht eine Anfrage, dann bekommt der Abgeordnete oder die Abgeordnete die Antwort. Dann eine Woche später bekommen alle Abgeordnete die Antwort und dann zwei Wochen später ist das öffentlich auf der Webseite. Und deshalb hatten wir nur eine Woche, um zu reagieren. Wir haben unsere Anwälte angeschaltet und gesagt, okay, jetzt wollen wir unbedingt wissen, was da los ist. Und wir haben versucht, diese Akte anzugucken und sagen, okay, wo ist das? Und Herr Zechner ist nicht nur Staatsanwalt, sondern auch der ist Pressesprecher des Amtes. Und das heißt, wenn man ihn fragt als Pressesprecher, dann sagt er, nee, gibt's keine Info hier. Dann können Sie denn den Staatsanwalt fragen, ja, hat er nichts gesagt. Ich bin der Pressesprecher. Und also, wir wollten wirklich wissen, was da überhaupt passiert. Wie ist dieser Mann auf die Idee gekommen, nach dem schärfsten Gesetz Deutschland einfach zu arbeiten und diese Ermittlung zu öffnen? Und deshalb wollten wir ihn zum Interview einladen. Also hier würde ich gerne auf die Bühne Herrn Martin Zechner begrüßen. Vielen Dank. Kommen Sie bitte auf die Bühne. Dankeschön. Wollen wir so einen Handshake machen, offiziell? Ja, dankeschön. Ich hoffe, mein Mikro läuft. Hallo, Technik, hört ihr mich, ja? Ja. Okay. So, das Mikro ist Ihre jetzt. Und wir fangen das Interview an. Herr Zechner, im September 2017 gab es eine AfD-Demonstration in Leipzig. Aus dieser Demonstration heraus wurde gerichtet an Gegendemonstrationen von den evangelischen
Judenorganisation Junge Gemeinde Folgendes gesungen. Und Zitat jetzt, eine U-Bahn bauen wir von der jungen Gemeinde bis nach Auschwitz. Wie gingen Sie mit der Anzeige der jungen Gemeinde um? Ja, die habe ich natürlich eingestellt sofort. Warum? Ja, also der Text war jetzt, das sind alles Zitate, der war im übertragenen Sinne politisch gemeint. Das Wort Auschwitz ist eher so zu verstehen wie Waterloo, also als totale Niederlage. Das heißt, man wünscht quasi jemandem ein Waterloo, wenn man sagt, geh nach Auschwitz. Das sind zwei Dinge, eine Bedeutung. Außerdem ist Auschwitz auch eigentlich eher nur eine geografische Ortsangabe. Also jeder darf fordern, dass eine U-Bahn von X nach Y gebaut wird. Und so ist es meiner Meinung nach auch gemeint gewesen. Deswegen musste ich es natürlich sofort einstellen. Aha. Habe ich auch nicht weiter ermittelt. Warum haben Sie nicht weiter ermittelt? Ja, es gab Anzeigen und Fotos, aber ich habe auch nicht versucht zu identifizieren, wer die Täter sind, da das ja sowieso alles total irrelevant war. Okay, ich nenne das eine Sackgasse. Wir fragen was anders. So, Sie waren auch mit dem Verfahren betraut, in dem ein AfD-Landtagsabgeordneter beschuldigt wurde, Afros als Urmenschen, Zitat Ende, bezeichnet zu haben, die in eine Zivilisation hineingezwungen werden. Ja, das war aber nicht böswillig gemeint und auch nicht beschimpfend, sondern das ist eine total harmlose Meinungsäußerung zur menschlichen Zivilisationsgeschichte. Aha. Okay. Musste ich auch sofort einstellen, das Verfahren. Zweite Sackgasse. Naja, das mal, okay, nochmal was anders. Der Jena Jugendpfarrer und Antifaschist Lothar König wurde 2017 fälschlich beschuldigt, einen Polizisten angefahren zu haben. Warum veranlassten Sie bei ihm eine Hausdurchsuchung? Ja, ich habe nach entlastendem Material gesucht, also was quasi für seine Entlastung spricht. Mhm. Ich war zweifelhaft, ob er den wirklich angefahren hat, keiner hat es geglaubt. Und deswegen als Staatsanwalt muss ich auch entlastende Sachen suchen. Und die finde ich am besten, wenn ich eine Hausdurchsuchung mache bei der Person. Geil. Das ist ein Ausschnitt, ne? Und das ist keine Satire, sondern das ist Realsatire. Das sind originale Dokumente von Martin Tschechner und seinen Verfahren, die er sonst so macht. Aber Entschuldigung, Sache, weißt du warum? Also ich glaube, ich habe so eine psychotomatische Analyse gemacht, warum das so kommt. Und ich glaube, das liegt an der Kindheit. Kann das sein? Ja, kann sein. Also es kann sein, dass er das schon immer... Ja, hatte. Weil, also nachher, nachdem so Tschechner, der so hätte sein Staatsanwalt in die Macht oder in den Medien gekommen ist, da ist ein alter Freund von ihm in die Medien gekommen und hat Folgendes so getweetet. Also ich lese das einmal durch. Ach du, SCH... Ich glaube, der meint damit Scheiße. Der hat mit mir in Heidelberg studiert. Wir nannten ihn nur den Jura-Nazi. Wer hat denn den zum Staatsdienst zugelassen? Jemand, der nur 50 so links ist wie der rechts, würde man nie einstellen. Kleiner Tipp, Kaiserstreu. Ja. In einer anderen Geschichte, das wollte ich noch nachliefern, steht nicht im Skript, hat er wegen einer einfachen, da gab es jemanden, der bei einer Demonstration gegen das Vermummungsverbot verstoßen hat, aber ohne dann in Folge eine Straftat zu begehen. Also einfacher Verstoß, nicht vermummt und Straftat, sondern Vermummung selbst als Ordnungswidrigkeit. Und den wollte er so dringend verurteilen, dass er dann Schädelvermessung angeordnet hat bei der Person. Martin Tschechner, unser Staatsanwalt. Cool, dann wissen wir vielleicht in etwa so, wie er denkt und warum ist er sofort auf die 129 gekommen ist. Und danach, was passiert also mit unserem Anliegen? Der Justizminister, selbst Richter vorher in Thüringen, hat sich mit Oberstaatsanwalt getroffen und sie haben die Akte, nachdem das öffentlich war, angeguckt, also öffentlich intern meine ich jetzt im Landtag, und sie meinten, ja, da ist nur Müll hier und deshalb müssen wir das so schnell wie möglich einfach einstellen. Daher, nach 4 Tagen der Entdeckung,
am 11.04. ist das Verfahren eingestellt. Ist das zu Ende? Ist das so jetzt fertig geworden? Weiß man nicht, weil man denkt, so Staatsanwalt oder Geheimdienste oder was läuft da? Da gab es eine Unterscheidung hier zwischen juristisch und wie war das Wort? Judirisch. Ja, es wird in der Angelegenheit ganz oft im Justiz und Judikative verwechselt. Oh mein Gott. Justiz und Judikative verwechselt. In dem Sinne, dass nämlich der Staatsanwalt ist ja öffentlich in die Kritik geraten. Und dann wurde ganz oft von allen möglichen Leuten, ich habe darüber mich auf Twitter total mit Philipp Lengsfeld zerfetzt, eben geschrieben, ja, das ist aber die Unabhängigkeit der Justiz. Aber es gibt in Deutschland keine Unabhängigkeit der Justiz, weil zur Justiz gehört der Staatsanwalt, da gehört aber auch die Gefängnisse und alles gehören dazu. Und die sind natürlich weisungsgebundene Organisationen und Körperschaften des Staates. Und die Judikative sind letztendlich nur die Richter. Die Richter sind die, die nicht weisungsgebunden sind. Und Staatsanwälte müssen, wie dieses Beispiel wirklich zeigt, tatsächlich durch ihre Dienstherren eigentlich überwacht werden. Und es gibt keine guten Argumente, dass man denen so eine Sonderstellung geben sollte. Mhm. Dass sie nämlich unabhängig sind. Okay. So, was wir noch vergessen haben, ist die 30 Euro, oder? Oh ja. Oh, 30 Euro. Oh ja, da hat man eine Verbindung hergestellt zwischen Zechner und der AfD, indem er irgendwann so 30 Euro gespendet hat. Die schlechtesten 30 Euro, die er jemals in seinem Leben überwiesen hat, hat Martin Zechner dann auch noch an die AfD überwiesen. Und das hat die Zeit rausgefunden. Ja. Und dann jetzt, wolltest du was dazu sagen? Vielleicht ein paar Sätze? Als Roundup. Als Widerstand, genau. Ja. Was lernen wir da draus? Fazit. Wir müssen ja hier extrem kurz uns halten wegen dieser Halbstunde inklusive Q&A-Geschichte. Was lernen wir daraus? Aus meiner Sicht, dieser Zechner, rechter bis rechtsextremer Staatsanwalt, der hat schon lange bevor, das habt ihr gerade an diesen Verfahren, die ich zitiert habe, und das ist nur die Spitze des Eisberges, hat schon lange quasi alles, was irgendwie links oder progressiv war, bekämpft, hat sich bei Amtsantritt, hat er sämtliche Polizeidienststellen Thüringens abgeklappert und sich alle Fälle geben lassen, wo er gerochen hat, okay, hier ist der politische Gegner am Werk, und hat die alle mit Repressionen überzogen, also hat quasi sein Amt missbraucht. In den meisten Fällen hat es nicht Organisationen getroffen wie uns, die wir quasi gefechtsbereit sind, und bei uns, ganz ehrlich, haben auch so ein Stück weit die Champagnerkorken geknallt, als die Information zuerst bei uns ankam, kann man sich vielleicht auch vorstellen, und bei vielen anderen, aber wenn jemand zu Hause sitzt, der war auf einer Demonstration, der hat irgendwas gemacht oder nicht, kriegt einen Strafbefehl nach Hause, hier 2000 Euro Geldstrafe, 20 Tagessätze, 200 Tagessätze, Gesichtsschädelvermessung und so weiter. Und er steht alleine da, hat nicht so viel Fördermitglieder oder sonst was wie wir und ist vielleicht auch einfach nicht so auf Krawall gebürstet wie wir. Dann kann so eine Person unglaublich viel Schaden anrichten. Und an uns hat er sich nach 2 Jahren der totalen Repression aller linken Strukturen in Thüringen, hat er sich einfach an uns verhoben und hat aber auch das Ding ein bisschen hoch angesetzt. Also diese Paragraph 129 ist natürlich lächerlich, wenn er sich aufs Zentrum bezieht und wenn dann in der Liste steht Al-Nusra Front, Islamischer Staat, Zentrum für politische Schönheit, da geht ja keiner mit. So. Und was ich sagen will, ist, dass es sich eben lohnt, mit so skandalösen Verhalten an die Öffentlichkeit zu gehen, das zu suchen sich Verbündete zu schaffen. Und wenn man nur stark genug ist in seiner Gegenrede und öffentlich genug und Lust auf ein bisschen Rock'n'Roll hat, dann kann man durchaus auch so einen Kampf gegen so einen Staatsanwalt Zechner gewinnen. Martin Zechner ist immer noch im Amt, er ist immer noch Staatsanwalt, das ist die schlechte Nachricht. Mhm. Und er behandelt jetzt einfache Brandsachen, was ich auch schon wieder merkwürdig finde, dass er Brandstiftungen behandelt. Das ist ja auch was, wo man genau hingucken muss in manchen Fällen. Mhm. So, das ist genau mein viertes Widerstand lohnt sich. Also genau, Widerstand lohnt sich von Stefan. Und da ist noch ein Zitat von dir, darf ich das vorlesen? Also ich zitiere Stefan jetzt. Nee, das lese ich selber vor. Wenn ein Staat die Kunstfreiheit und die Kunst kriminalisiert,
dann ist er in unseren Augen selber kriminell. Ja. So, um das jetzt noch abzuschließen, 2 Minuten habe ich noch, 3. Genau, was steckt dahinter auch, ist, dass wir ein Landesgericht oder Landgericht von Köln mit einem Urteil haben von 2018. Also das ist im vergangenen Jahr, wo wir noch die Ermittlung gar nicht mitbekommen haben. Und das steht, dass das Mahnmal von Höcke wurde zu Kunst erklärt und die Schaffenden dessen sind unter Kunstfreiheit geschützt. Und das bringt mich jetzt zum Artikel 5 vom Grundgesetz, dass Kunst, Wissenschaft, Lehre und Forschung frei sind, solange sie nicht verfassungswürdig sind, widrig sind. Und das bringt uns jetzt also raus vom Zentrum und rein bei allen Initiativen, die sich mit Kunst beschäftigen und wollen gesellschaftliche Veränderung durch Kunst treiben. Das ist eine Gefahr, weil das ist das erste Mal, wo jetzt wir nicht nur politische Arbeit, sondern auch künstlerische Arbeit dazu mitnehmen und dann in den Geheimdienstarbeiten mit einschleppen und sagen, ja, es ist jetzt egal und Kunst darf gar nicht politisch sein und sollen sie gar nicht eingreifen. Wir haben in diesem Jahr auch Fälle gesehen, also wie Menschmeier in Berlin, wir haben Fusion Festival gesehen und auch andere Fälle, wo der Staat ist einfach gekommen, hat angegriffen und der Grund ist immer, ja, wir machen einen einfachen Check oder wir wollen unseren Job hier machen. Also, ich glaube, das wäre es von uns. Ich werde nochmal reingucken, was in Martin Zechners Kopf passiert jetzt. Ist leider kein Ton drin, aber er schreit wie ein Zombie und das soll sehr witzig sein, hat nicht aber geklappt, keiner hat gelacht. An der Stelle würde ich mich bedanken. Vielen Dank und von Stefan auch für Fragen. Ja, jetzt. Dankeschön für diesen schönen Einblick. Es gibt wieder die Chance, Fragen zu stellen an unserem Publikumsmikrofon hier in der Mitte des Raumes. Die Gelegenheit. Sind nicht mehr so das fragefreudig, springt. Die Leute. Ah, jetzt. Das sind alle was durch, aber da traut sich einer. Hallo. Ja, dieser Paragraph 129a ist ja in linken Kreisen auch lange berühmt dafür, dass er nicht wirklich zur Verurteilung führen soll, sondern vor allem genutzt wird, um erweiterte Überwachungsmaßnahmen durchführen zu können. Habt ihr da irgendwie eine Ahnung mal nachgefragt, was da bei euch passiert ist, was die gemacht haben im Rahmen dieses Verfahrens? Also erstmal muss ich sagen, die Akte ist dünn, die da entstanden ist. Da sind vor allem Anzeigen von so Verschwörungstheoretikern und so drin, die gegen uns ja immer eingehen. Und also diese ganzen Gerichte, also der 129er, da hast du völlig recht, ist quasi einer, man ermittelt erstmal nach 129, dann kann man alles Mögliche, hat man alle möglichen Eingriffsrechte. Und dann wird das Verfahren eingestellt oder die Beschuldigten werden wegen was ganz anderem verurteilt. Weil dann gibt es nämlich Zufallsfunde. Wenn ich erstmal bei euch in die Hosentaschen durchwühlen darf, dann finde ich vielleicht was ganz anderes und dann verurteile ich euch deswegen. Es gibt verschwindend geringe Fälle, wo wegen 129 dann tatsächlich verurteilt wird. Und die meisten dieser Maßnahmen stehen unter einem Richtervorbehalt. Und die Akte, also unsere Verfahrensakte, die sagt eigentlich, dass sich der Tschechner mit dem Dreck, den er da gesammelt hat, nicht getraut hat, zu dem Richter zu gehen und zu sagen, jetzt will ich aber hier eine Telefonobservierung oder sowas. Das würde eigentlich in der Akte stehen. Und davon auszugehen, dass es trotzdem passiert, wäre Verschwörungstheorie. Also ich gehe davon aus, dass die Akte schlüssig ist und dass einfach im Prinzip fast nichts passiert ist, außer dass gesammelt wurde, so irgendwelche Anzeigen, die uns eingegangen sind. Ein witziges Funfact ist, da ist so ein Loch in der Akte. Also quasi, es wurde ermittelt oder Sachen gesammelt und gestempelt ungefähr 2 Monate lang. Dann ist nichts passiert, dann ist die Akte irgendwo verschwunden. Und dann, als wir dann öffentlich wurden damit und als der Tschechner auf einmal in der Zeitung stand, wollte er dann die Polizei losschicken, um wirklich gegen uns zu ermitteln. Und wurde dann von seinem Dienstherrn zurückgepfiffen.
sozusagen. Wir haben nur gesagt, das geht nicht jetzt, dass du hier nach einem Jahr auf einmal die Polizei in die Spur schickst und Aufklärungsarbeit machst. Ja, das dazu zu der Frage. Gab es bei denen keinen Schredder oder sowas? Ich glaube nicht an diese, also genau. So eine Akte, das ist halt schwierig. Auch die Anwälte haben uns gesagt, das ist schwierig. Noch ein witziges Funfact vielleicht, was ich anbringen will. Und zwar, wir hätten ja alle möglichen Möglichkeiten, gegen den Tschechner vorzugehen noch. Und zwar, es gibt in Deutschland ein Verbot der Verfolgung Unschuldiger. Das heißt, wenn du mit der Macht eines Staatsanwaltes betraut bist und gehst wirklich willkürlich gegen jemanden vor, wo ganz offensichtlich ist, dass die entsprechenden Beschuldigungen nicht zutreffend sind, dann verfolgst du absichtlich Unschuldige und das ist verboten in Deutschland. Dann hätten wir noch sagen können, üble Nachrede. Wir hätten also wegen einem ganzen Strauß von Dingen hätten wir gegen den Tschechner vorgehen können. Aber unsere Anwälte haben uns am Ende gesagt, der Typ ist so beschädigt, ne? Der hat zwei blaue Augen jetzt bekommen und wird nie wieder politische Fälle auf den Tisch kriegen. Und wenn wir jetzt aber anfangen, ihn anzuzeigen und gegen ihn vorzugehen, dann würde er wahrscheinlich gegen uns gewinnen, weil ein Richter verurteilt keinen Staatsanwalt. So. Und dann könnte er sagen, nee, guck, ich habe ja recht gehabt, ich bin ja hier freigesprochen. Und das heißt, das haben wir alles zurückgezogen, damit er einfach mit diesem Ruf und mit leben muss. Und wenn er nochmal tatsächlich politisch motivierte Fälle kriegen würde, könnte jeder Anwalt sofort sagen, hey, das ist doch hier der Tschechner, der Staatsanwalt, der ist ja befangen, guckt euch doch mal an, lest mal Zeitung, ich habe euch mal die Süddeutsche von 2018 mitgebracht. Und er kann eigentlich vor Gericht niemanden mehr wirklich belangen, weil immer seine Neutralität für immer in Frage gestellt sein wird. Und deswegen, dabei belassen wir es und das auch am besten so. Glaube ich, für den Mann. Ja. Noch eine Frage. Ja, meine Frage wäre gewesen, ob man noch irgendwas gegen ihn tun kann. Also ihr würdet jetzt sagen, einfach passt schon. Und unsere Anwälte haben gesagt, alles, was wir jetzt gegen ihn tun, nützt ihm am Ende. Und deswegen haben wir es komplett zurückgezogen und gesagt, lebe damit. Es ist auf jeden Fall, der Höhepunkt deiner Karriere ist überschritten. Schön. Aber jetzt gehst du noch bergab. Als AfD-Politiker vielleicht noch, ne? Also zweite, ja. Ja, so wie der, wie heißt der Verfassungsschutzfuzzi Maaßen, den zweites Leben als AfD-Politiker. Sehr schön, einfach mal sozusagen im selbstgemachten Bett soll er liegen bleiben. Tipps vom Zentrum, Karrieretipps. Karrieretipps vom Zentrum, vielleicht wäre das auch mal eine schöne Aktion. Ja. So einen schönen Karrierestand und dann können da mal die ganzen verbrannten Politiker vorbeikommen und fragen, was sie denn noch werden könnten. Da es keine Fragen mehr gibt. Ich will mich 1000-mal bedanken bei allen, die dieses Camp möglich gemacht haben, bei allen, die die Vorträge zuhören, allen, die moderieren, die Technik machen, Kameras, Ton und so weiter. Geil, geil, geil. Vielen Dank. Ja. Sage ich jetzt mal zumindest für unsere Leute hier stellvertretend. Und möchte mich auch nochmal bei euch herzlich bedanken für den schönen Einblick in den Kopf eines schrägen Mannes und wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg bei euren Aktionen und bin ganz gespannt, was es noch gibt. So, November, jetzt noch mal. Im November sind wir wieder am Start. Ah, dann sind wir alle schon mal gespannt, dann vielleicht hören wir ja auf dem Kongress, worum es geht, das passt ja dann zeitlich. Und damit nochmal einen letzten schönen Applaus für Yasser und Stefan.